Welcome to Turbo Run. Hungry. Looking for a breakfast here in Turbo Run. Die paar Tage haben wir im NJNC Pension House verbracht und jetzt anschließend gehen wir noch kurz zum Hafen runter. Weiß, Mungo Beans, also Linsen, dann eine Eggplan habe ich, wir haben Spiegelei und ich mache den ultimativen Geschmackstest Pepsi gegen Cola. Also nach der ersten halben Flasche muss ich sagen, die Pepsi schmeckt einfach scheiße. Jetzt wird es hier voll. Deswegen müssen wir den Nachbartisch abgeben und ich kann nicht mehr so aus der Entfernung filmen. Deswegen Ende Frühstücksfilm. Hier könnte ich jetzt runterspringen, tue ich aber nicht. Ich zeige euch lieber die Aussicht. Wow, Strand, soweit das Auge reicht. Ja, also hier könnte man baden gehen, aber ihr seht, wir haben gerade Ebbe. Hier im Hintergrund, das ist also der Küchenbereich für die Eateries im Vorderbereich. Wir kaufen jetzt Bananen. Sagen. Hier sind die ganzen, also hier am Hafen gibt es die ganzen Eateries. Die machen aber alle erst um 8:30 auf. Good morning, sir. Maayon Bunta. Maayon Bunta. Kumusta. Okay, da. Salamat. Jamai Bisaya Uni. Oh, oh, it gets better. Oh, oh. Maayon Buntag. Und ihr seht, die Leute sind einfach freundlich und extrem happy, wenn man ein bisschen Bisaya spricht. Das NJNC Pension House habe ich ausgewählt, weil es halt direkt in der Stadt liegt. War nicht ganz so günstig, weil durch die Fiesta haben dann in der Nacht die Glocken geläutet und ich bin wach geworden. Aber das Zimmer ist mit 1500 Peso relativ günstig. Es gibt leider kein Frühstück, deswegen weicht man eben auf die lokale Carenderia aus. Hier ist der lokale Tabak und das kommt dann da rein und dann werden daraus Zigaretten gemacht. And we are now going to the beach. Nach Turbo Run waren wir gefahren, weil wir eigentlich ein lokales Motocross-Event besuchen wollten und aufnehmen, aber aufgrund der gleichzeitig stattfindenden Fiesta fand das halt nicht statt. Wir haben dann einfach das Beste aus den drei Tagen gemacht. Es ist jetzt kein wirklicher Beach zum Schwimmen, aber es ist Beach und da drüben sieht man, hat man sogar richtig Strand. Also da könnte man sogar richtig baden gehen und da hinten sind sie im Wasser, aber wir haben eben keine... Ich denke mal, die sammeln Muscheln oder ähnliches Meeresgetier. Ja, okay. Elsie walking on the beach. Only no sand. Erforschen wir hier mal die lokale... Wow, here we can go, see? Hier sind viele Eateries, das heißt, abends wird es hier richtig voll. Turbo Run Public Comfort Room. I think we have to take a look inside. Not really. That's my next car, but closed. Cut Shave Barbershop. Ob ich mir hier eine Frisur geben lasse? Maayon Buntag. Oh, Buntag. Gamay Bisaya only. Unsa? But I'm your worst customer. Coast Guard Station here. So. Now we are nearing the beach. Morning. Maayon Buntag. Da sieht man die
den Untergrund. Das ist halt wie hier das Schmutzwasser im Prinzip einfach dann ins Meer geleitet wird. Da kommt das dann raus, wunderbar und geklärt. Und das sind halt hier die Strände in Cebu, die sind oft so Marion Buntag. Und ja, aber das ist hier halt auch das Fischerdorf und entsprechend das malerische Fischerdorf Tuguran. Und so leben hier die Einheimischen. Eating saging while watching the beach. Eating saging while watching the beach. Yeah, exploring the area. Yeah. See more food stores. Morning. Mayon Buntag. Okay. Ah, okay. You want? Maybe you can have. Yeah, you can buy. Elsie sees her favorite. You want? Uh-oh. Only you. One is enough. Wow. Elsie's favorite. And the nice ladies of the province. And the nice sir of the province. Bibingka ist der traditionelle philippinische Reiskuchen, der zum Frühstück oder auch als Merienda-Snack zwischendurch gegessen wird. Bibingka wird traditionell über Kohlen in einer flachen, mit Bananenblättern ausgekleideten Terrakotta-Schale gebacken, in die die Reismehlmischung gegossen wird. Um Zeit zu sparen, verwenden moderne Backverfahren heute allerdings oft normales Reismehl anstelle des sonst traditionell über Nacht fermentierten Reis. Bibingka wird dann mit verschiedenen Zutaten verfeinert, traditionell zum Beispiel mit geschnittenem Entenei und Käse belegt, und das Ergebnis ist ein weicher, luftiger, großer, flacher Kuchen, der auf beiden Seiten leicht angebraten und mit dem Aroma von gerösteten Bananenblättern durchzogen ist. Auf den noch warmen Kuchen werden abschließend zusätzliche Beläge wie zum Beispiel Butter, Zucker, Käse oder geriebene Kokosnuss hinzugefügt. Now we are looking inside Tuguran Church. Let's see how old this is. It looks a little old. Die Pfarrkirche St. Antonius von Padua ist eines der 10 relevanten Tourismusziele, die sich in und um die Stadt Tuburan herum befinden. We need to use the only open entrance to the church, but it's impressive like all churches here. Die Kirche wurde 1857 im halbromanischen Stil erbaut, 6 Jahre nach der Gründung der Gemeinde Tuburan in Cebu. Really impressive.